Kathodenlumineszenz, schwieriges Wort. Im Englischen noch mehr Kathodenlumineszenz. Das sind Bilder, bei denen Licht detektiert wird. Also Lumineszenz ist ja Licht. Und wenn wir einmal mehr so ein Atom haben mit Elektronen drin, dann entsteht die Kathodenlumineszenz ähnlich wie auch Röntgenstrahlung. Ist ja auch nur ein Photon, auch nur eine elektromagnetische Welle, in dem ein Elektron hier ein Elektron rausschlägt. Dann gibt es aber eine gewisse Kaskade von Effekten. Das Elektron wird rausgeschlagen, kann interagieren mit dem Valenzband von dem Elektron. Dort wird ein Elektron rausschlagen und in der Interaktion von Valenzband mit Leitungsband in diesem Atom kann dann ein Lichtphoton emittiert werden und das wird dann mit dem Kathodenlumineszenzdetektor empfangen. Wie solche Bilder aussehen, schaut mal hier auf Google und ich schreibe hier einfach mal rein Kathodenlumineszenz und dann auch noch Cirken, denn da wird es sehr häufig gemacht. Und dann kriegt man hier auch schon jede Circle, das ist nichts, das soll Zircon sein. Und dann kriegt man hier auch jede Menge Bilder. Und dann kann man schon sehen, dass hier so ganz typisch, dass man solche Wachstumszonierungen erkennt. Ich kann es hier gerade nicht drauf zeichnen, aber man kann die einzelnen Zonen, die man hier erkennt, sind Wachstumszonierungen. Und wenn man dann einen anderen sich anschaut, hier beispielsweise sind die Alter auch mit angegeben von diesen verschiedenen Wachstumszonierungen. Die in CL, wie gesagt, absolut großartig zu sehen sind. Auch hier beispielsweise in dem, da hat man eine Kernrandzonierung, also einen Kern, der 1 Milliarde Jahre alt ist, oder 2,5 Milliarden, dann 1,1 und dann nochmal 400 Millionen Jahren. Das ist natürlich sehr großartig und deshalb macht man sehr gerne so CL, Kathodenlumineszenzuntersuchungen, zuerst an den Zirkonen, bevor man dann diese Zirkone beispielsweise datiert. Das sieht man überall wieder am gleichen. Und das ist auch mit der Haupteinsatz von Kathodenlumineszenz, um Zonierungen in Mineralen zu erkennen. Wie gesagt, im optischen Bereich im Gegensatz zum Beispiel zu BSE oder SE-Bildern.